Was geht, Leute? Mein Name ist Anna Fox und es wird wieder Zeit, sich zu gruseln. Und zwar in Don't Knock Twice VR. Ich hasse Horrorspiele und aus diesem Grund habe ich mir Unterstützung geholt. Der liebe Manu hat sich bereit erklärt, mir ein bisschen Unterstützung zu bieten. Und ich bin mal gespannt, ob ich mir dadurch erhoffe, nicht in die Hosen zu machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nach dem Intro ist los. Bis gleich. Okay. Los geht's. Don't knock twice. Oh, hab ich Bock. Okay, Käfige. Sie können herumlaufen, um die Umgebung zu erkunden. Hab ich schon gemacht. Bin schon hier viel zu weit voraus. Okay. Man kann laufen. Aha. Und jetzt muss ich hier diesen Zettel da wahrscheinlich nehmen. Drücke einmal, um die Notiz aus dem Briefkasten zu nehmen. Boah, quietscht das hier, ey! Hörst du auch dieses Quietschen? Mhm. Das ist laut! Soll ich dich ein bisschen beruhigen? Nein, noch geht's gut. Ich sehe es noch in deiner Herzfrequenz. One knock to wake her from the bed. Twice to raise her from the dead. Also ich wäre mit keinem Klopfen auch zufrieden. Oh. Das ist ein schönes Bild, oder? Mhm. Na gut. Hey, ich muss mal kurz gucken, wie das... Ey, klopf gleich mal zweimal zu Beginn. Nur mal, um zu sehen, was passiert. Oder aber nicht? Sieht es bei dir das Bild so verpixelt aus? So mega verpixelt aus? Weiß ich nicht. Ja, ein bisschen. Ja, okay, das ist irgendwie blöd. Da muss ich kurz was umstellen, es tut mir leid. Okay, bereit? Ja. Okay. Ich glaube, es nur einmal. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Ja, okay, zweimal. Hast du zweimal geklopft? Jo. Krass. Oh shit. Jetzt hast du sie vom Tod geweckt, ne? Oh. Ja, aber gemütlich sieht's auf jeden Fall mal schon aus. Oh nein, ey, jetzt hast du sie von tot geweckt. Lass mich... Oh Gott! Oh. Lass mich endlich in Ruhe! Lass mich doch endlich in Ruhe! Das Telefon ist jetzt in Ihrer Tasche. Sie können es jederzeit benutzen. Was ist meine Tasche? Oh, ich weiß es nicht. Oh, willst du es wirklich spielen, das Spiel? Hey, mach mir jetzt nicht noch mehr Angst. Du hast eine Herzfrequenz von 91. Das ist ja noch easy. Du hast sie jetzt geweckt, ne? Das bist du ja schon klar. Die kann mir gar nichts. Ich hab ein Telefon, ich weiß nicht wo. Und dann will ich einfach das Telefon auf... sei ruhig. Ich nehm die Fernbedienung mit. Okay, was haben wir hier im Magazin? The struggle with grade 2 listen buildings. Oh, viel zu viel Text. Viel zu viel Text kommt mir nicht in die Wohnung. Kann doch keiner lesen hier. Was hat da so geleuchtet? Da ist das Telefon. Lass mich in Ruhe. Ja, jederzeit benutzen. Ist nicht das gleiche wie jederzeit das gleiche lesen. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihren Weg zu beleuchten. Oh krass. Das ist ja schon mal extremst psycho, ne? Ernsthaft? Das ist nur eine Kerze. Ja, wenn du mit so einer Kerze rumleuchten musst, dann hast du ja immer. Dann ist ja schon jetzt klar, dass du immer nur einen ganz kleinen Sichtbereich hast. Töten Sie die Kerze an einem Feuer an. Oh, jetzt. Ja, du hast nur einen extremst kleinen Sichtbereich und dadurch kann es sein, dass dann echt direkt vor dir plötzlich so ein Horrorgesicht erscheint. Nein. Sowas passiert nicht. Doch. Alter, was klopft da? An der Scheibe irgendwo. Boah, ey, fick! Ja, keine Kraftausdrücke. Du machst mir keine Angst, Baby!
Da möchte jemand zum Fenster rein. Oh Gott! Ah! Hör auf! Malu, hör auf! Geh mal zum Fenster. Guck mal, also beim Fenster, da wird gleich jemand klopfen. Ja. Guck mal, da ist das gegengeflogen, gegen die Scheibe. Ja, ja, ja. Shit. Das ist sie vielleicht. Krass. Das war nur der Regen. Das ist halt ein harter Regen. Was der dort die Scheibe eingeschlagen hat. Ja, Hagel nennt sich das. Vielleicht ist sie jetzt zur Tür reingekommen. Definition von harter Regen. Hagel. Oh, Matroschka. Nimm die auf jeden Fall mit. Vielleicht ist da irgendwas drin, was du gebrauchen kannst. Oh shit, jetzt hast du den Geist freigelassen. Gehört das nicht so? Macht man das nicht so mit Matroschkas? Ist da irgendwas? Nee. Nee, da war nichts drin, aber in der Matroschka war was drin. Hätte aber so... Achso, ja, Staub. Nee, dieses grünliche... Oh, man muss das Ding wirklich festhalten die ganze Zeit. Aha, Paracetam... Oh Gott, was ist jetzt los? Es war, glaub, ein Bug. Hast du gesehen, wie ich durch die Welt geglitscht bin? Mhm. Klopft's wieder? Nee, das war... Du kannst immer so 3 Meter weit gucken. Ja. So, aber jetzt... gleich, wenn du in den Spiegel guckst, siehst du hinter dir jemanden. Boah, sei ruhig, ey. Ich wollte doch nur hier Facebook. Was? Warum machst du... Was ist los mit dir? Ben Thomas. Guck mal, die sehen beide so tot aus irgendwie. Die Gesichter so übelst. Ja, dass man denn... Ach, dazu, ey. Okay. Sind es die? Oh ja, Alkohol. Ich wollte doch nur das Foto hier. Das ist dein Handy auch, was gleich runterfällt? Nee, doch nicht. Hab's so in der Tasche scheinbar. Mhm, Rechnungen. In the event of... Jessica Webb Thomas. Naja, semi-interessant. Aber immerhin Licht. Was ist das? Jetzt ist das Fenster offen. Nee, oder? Nee. Was ist denn das für ein grünes Licht dort? Links jetzt. Geradeaus. Oh. Nee, jetzt dort geradeaus. Hinter dem... Dort. Was ist das für ein grünes Licht? Ah, das ist nix. Pixelfehler. Okay. Ja, ich glaub... Führt kein Weg drumherum. Wir müssen durch die Tür. Oh oh. Okay. Willst du vorher noch deine Mama anrufen? Ja, mach mal kurz. Nee, sie sagt, ich soll sie in Ruhe lassen. Ja, du musst wissen, du hast 2-mal geklopft. Ja, erinnere mich. Noch weiter dran. Okay. Ich komme! Shit. Oh, fuck, ey! Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich! Boah, Mama ist echt aggressiv heute. Links oder rechts? Das blendet sich dann auch selbst immer so das Licht, wenn du so das vor dein Gesicht hältst, ne? Ja. Boah, man kann das... Ist schon mal gut, dass man das hier so einmachen kann. Ich geh jetzt einfach mal nach rechts, ja? Ja. Also an sich, die Grafik ist echt nicht schlecht. Gefällt mir echt gut. Was haben wir hier? Oh, okay, Text.
Tagebuch von Chloe, 11. Oktober 2016. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen und jetzt schlendert sie in meinem Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Doch es wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und großen Haus zu beeindrucken, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein und sie schickte mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Ich dachte, es wäre seine Ex-Freundin gewesen. Dachte ich auch, aber trotzdem ist tatsächlich seine Mutter. Aha. Soll man Schuhe mitnehmen? Weil, weiß nie, vielleicht gehen wir ja noch raus oder so. Vor allem nur ein Schuh. Willst du da durchgehen oder willst du erstmal in die andere Richtung laufen? Ja, gehen wir noch die andere Richtung. Na, das Laufen ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, das Spiel ist nicht gedacht für diese Art von Controller. Aber immerhin funktioniert. Wie läufst du? Mit den Analog-Sticks, aber manchmal ist es ein bisschen komisch. Es fühlt sich halt komisch an mit den Analog-Sticks. Und mit dem Analog-Stick. Oh, eine Waffe. Ist das eine Waffe? Jetzt fühle ich mich safe. Jeder hat einen Golfschläger daheim. Als Selbstverteidigung. Du nicht, gell? Mhm. Ich auch nicht. Nein! 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 Irgendwo kommt jemand. Versuch durch die Tür zu gehen. Mama, nein! Ich dachte nein! Ich denke, gleich kommt jemand. Shitty. Och, fuck, ey. Ich kann jetzt nicht lesen. Oder nehme ich den Staubsauger? Ich weiß nicht, was ist sicherer? Da ist schon offen die Tür. Was? Oh Mann! Sei doch nicht so euphorisch! Wie kann man so euphorisch sein, dass eine Tür schon offen ist? Vielleicht ist jemand hinter dir. Oh, fuck, ey! Ist das ein hässliches Baby? Okay, hör auf. Komm, creepy, ey. Wow! Okay, ich bin raus. Ich glaube, die Spiegel sind auch ein Schlüssel zum Erfolg. Denkst du? Mhm. Du hast überall solche Spiegel und ich wette, damit kannst du irgendwas machen. Und sei es, dass du dann darin immer irgendwelche Sachen siehst oder so, die du sonst nicht siehst. Oh, ich hoffe, du hast nicht recht. Scheiße, ich hab die Orientierung verloren. Warum ist hier niemand? Also, menschlich. Scheiße. Wo bist du jetzt hingegangen? Das andere war die Tür nach draußen. Ach, ist abgeschlossen. Ey, ohne Golfschläger gehe ich nirgendwo hin, ich sag's ja. Ach, Kacke. Wer hat denn die Tür zugemacht? Ich hab's nicht zugemacht. Ja, das reicht. Den Rest mache ich damit auf. Du bist immer noch hässlich. Da können wir das klopfen. Nee, man hat sie ja gesehen. Was, man hat sie gesehen? Ja, ja, hast nicht gesehen? Sie war hinter der Tür, oder was? Ja, ja, weil es hat so gedonnert, also Blitz und so, und dann hat man ihre Silhouette gesehen. Shit. Okay, da ist wieder ein Brief. Ich glaube, diese Briefe sind primär, um so ein bisschen eine Story zu erzählen, ja, dass du ja Angst kriegst. Auf jeden Fall. So. Amt für Gut! Oh, das war nur diese Staubwolke. Oh, ich dachte, jemand läuft an mir vorbei. Amt für Gesundheits- und Soziale Dienste, Abteilung für Jugendliche und Kinder, 2. September 2016. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb, bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe Ann Webb. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für ihre Tochter eingerichtet werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung, mit freundlichen Grüßen,
Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Ich finde das nicht gut, dass die Mutter uns wieder zu sich nimmt. Das war viel zu einfach, die Prozedur. Weil, wo ist sie jetzt? Shit. Wo ist das Sorgerechtamt? Die muss doch jetzt hier... War of the World. Das da wollte ich noch lesen. Das ist doch eine Grapefruit, oder? Oder Schnitzel? Molekular. Okay. Krass. Ich und mein Golfschläger sind ready. Du musst überleben bei dem Spiel. Oh, hab keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hat das Rätsel lösen. Das ist wahrscheinlich eine Schranktür, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Oh, scheiße. Na, verschlossen. Auch verschlossen. Du musst dahin, wo die Frau war. Ja, die war hier. Ja, da musst du rein. Das ist doch der Ausgang. Wahrscheinlich auch. Nee, das ist offen. Guck, du musst jetzt zu ihr. Nein, ich will das nicht. Die Tür ist zu. Ich bin froh, dass sie zu ist. Sie macht die jetzt nicht grün. Auf. Die war grün. Ja, aber ich lasse sie doch jetzt nicht rein. Doch. Oh Mann, raus aus dem Ring, da geht meine Lampe kaputt. Nein. Ey, wenn ich eine Erkältung bekomme, dann bist du schuld. Lass mich rein. Sei ruhig. Oh Gott. Kacke, ich bin ausgefallen, du kommst nicht mehr rein. Ah! Oh Gott, siehst du das da oben? Ja. Mama? Hallo? Oh, jetzt schreibt sie mir. Ja. Du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbsthüchtige Hure. Sag doch sowas nicht, Mensch. Was jetzt los? Warum hast du geflaggert? Weiß ich nicht. Gib mir meinen Golfschläger. Ach stimmt, du bist ja ein Mädchen in dem Spiel. Ja. Aber die Mama war hot. Was? War, fand sie nicht hot? Nee. Ich nicht? Was aber viel wichtiger ist, wo ist der Basketball? Jetzt? Oh Gott! Wo kommt sie? Nein, wo ist der Basketball? Da ist ein Basketballkorb. Ich will ein paar Körbe machen. Hörst du das Schnarren? Was? Hörst du das Schnarren? Nein. Jetzt wieder. Was für ein Schnarren? Tschüss. Boah, hör auf! Wie war das? Du willst mich unterstützen hier? Ich unterstütze dich doch. Ja. Das ist nicht unterstützen. Du hast noch einen Puls von 86, also ich bitte dich, du bist noch überhaupt gar nicht groß aufgeregt. Das ist zeitverzögert. Ich unterstütze dich ab 115. Und bis dahin würde ich noch ein bisschen auch diese Stimmung hier unterstützen eher. Also ich finde den Golfschläger echt top-notch. Über dir? Oh, Glück gehabt. Okay, wir sind wieder im Haus. Das ist also so dieser Rundgang gewesen, okay. Ja. Soll ich nochmal gucken, ob die andere Tür aufgeht? Ja. Nee, die andere auch. Jetzt gerade zu, rechts von dir. Hey, Golfschläger, mach keinen Scheiß. Jetzt rechts von dir. Ja, die ist zu. Da kommt... Da ist auch kein Griff. Okay. Und da ist so eine unsichtbare Wand irgendwie. Die wollte ich checken. Mhm. Boah.
Der Bass-Shaker shakt mir ein bisschen zu arg. Der was? Das ist der Bass-Shaker, also der Sub-Pack meine ich. Das ist mehr Thai-Massage gerade als Immersion. Jetzt schnarrt es wieder so. Das Quatsch jetzt. Oh, da braucht man einen Schlüssel. Okay, dann gehe ich wieder ins Haus rein. Also irgendwie müssen wir nach oben. Weil du zu der Mutter möchtest, ne? Ja, weil ich die heiß finde. Ich meine, weil sie uns braucht. Oh Mann, jetzt wieder zu. Aber lass doch einfach den Schläger da weg. Nein. Du willst nur, dass ich mich nicht wehren kann. Du kannst ihn ja auch da stehen lassen, du hast ja noch einen zweiten dort bei der Tür stehen. Da vorne, das Gesicht. Ach so, nee, das ist nur ein Smiley. Nein, vorne an der Ecke. Was denn? Ach, das ist nur ein Bild. Nee, geradeaus das. Nein! Jetzt erst recht lasse ich den Golfschläger nicht da. Nein! 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 Deine Kerze ist auch aus. Shit. Oh! Was ist los? Oh, Kacke. Du bist gefangen. Oh Gott! Siehst du sie im Spiegel? Oh shit. Gib mir meinen Golfschläger. Oh. Ach du Scheiße! Guck! Was? Was denn? Guck! Was denn? Guck! Ah! Blut! Ah! Guck! Shit! Oje! Das sieht nicht gut aus! Ah! Schnell! Gib mir Feuer! Kacke! Das sieht nicht gut aus! Ach du Scheiße! Noch hässlicher! Oh Kacke! So gewinnst du keinen Schönheitswettbewerb! Mm-mm. Oh, ich bin gerade dabei, die Kopfhörer lieber abzusetzen. Warum? Weil dann höre ich nicht, was da passiert. Mit diesen komischen Geräuschen und so. Nein, lass mich nicht im Stich. Ich lass dich nicht im Stich, ich guck ja mit zu. Du musst auch mithören hier. Nein, ich möchte nicht. Ich bin nicht so abgehärtet. Ich auch nicht. Ist aber auch blöd, dass deine Basislage jetzt quasi so kontaminiert ist. Ja. Vielleicht kann man die Geister vertreiben, wenn ich alle Dinger anmache. Hey, was soll das? Ist gerade umgekippt. Ich hab's genau gesehen. Boah, ich muss mal kurz. Oh, ich krieg schon einen Krampf in der Hand. Du kannst auch in die andere Hand nehmen mal. Nee, ich bin doch Rechtshänder. Na gut, weiter geht's. Aber ich weiß nicht, war das jetzt schon ein fataler Fehler, so ein Spielfehler, dass du zu Beginn mit zweimal Knöpfen reingegangen bist? Vielleicht quasi kannst du das Spiel gar nicht mehr schaffen. Ja, ich habe nur einmal geklopft und dann passierte ja gar nichts. Ich musste ja zweimal klopfen. Ja? Mhm. Ach, nach einmal klopfen ist gar nichts passiert? Ja. Deswegen heißt ja das Spiel Knock Twice. Nee, Don't Knock Twice heißt es ja. Ach so, ja, jetzt zu spät. Hörst du mich gut? Ja. Okay, gut. So. Oh. War das auch so vorher? Nee. Oh. Das sind jetzt alles Opfer ja. Von ihr geworden. Ja. Hier sind böse Mächte am Berge. Das Bild ist jetzt, glaube ich, auch beschmutzt. Nein! Da ist noch der andere Golfschläger, siehst du doch. Da hättest du den anderen jetzt holen können. Ich hab doch einen. Den hättest du jetzt quasi im Hof stehen lassen können, hättest du den zweiten geholt. Hast du jetzt das Headset am Hals wenigstens und das Mikro vor dir? Ja. Ja, okay, weil sonst zu leise. Nicht, dass man das in der Aufnahme nicht hört. Okay, also da muss ich jetzt rein. Ich hab einen fucking Golfschläger, du kannst gar nichts. Oh fuck, ich hänge. Oh, das sieht doch gemütlich aus. Mama, ich komm. Ist ja ganz schön eigentlich dort. Ja, hier ist schön. Hier ist schön, hier kann man ein bisschen Klavier spielen. Guck hinter dir.
Das ist nix. Das war ein Geier. Ah, guck mal da. Da ist noch nichts bei dem Bild passiert. Another child goes missing. Shit. Okay. Sicherheitshalber kann man das schon mal aufmachen. Nee, kann man nicht. Oh, ich hasse Horrorspiele. Krass, so eine Motte ist eine hässliche. Die will ich bloß ablenken. Wenn du gleich nach unten guckst, dann ist dort die Frau. Boah! Als wenn ich da so rumklopft. Du hast immer noch nur eine Frequenz von 87. Ja, ist auch gut so. Wow. Du bist erstaunlich ruhig. Oh oh. Was denn? Hast nicht gehört, die Uhr schlägt 12 Uhr. Oh, oh, oh. Das Parfum hat nicht so gut gerochen. Oh. Fußspuren. Das war es eben gerade noch nicht gewesen. Das kommt jetzt gerade. Ja. Das war gerade eben noch nicht. Die kriecht auf ihren. Oh Mann, ich muss da hoch. Okay. Oh, ich hab so keinen Bock drauf. Alter. Was denn? Hast du nicht gehört? Ach so, du hast ja keinen Kopfhörer. Ja, die Tür hat geknarzt. Okay, ich gehe jetzt hoch. Im Grunde kann mir ja nichts passieren. Ich habe ja einen Golfschläger. Es kann sein, dass ich so ein Geräusch mache. Nein, hör auf. Hör auf, so ein Geräusch zu machen. Ich kann ein anderes Geräusch machen. Welches? Methadon. Guck mal, Methadon. 10 Milligramm. Mhm. Mhm. Ich glaube, du bist bei jeder Tür, die rot ist, recht glücklich, dass du nicht durchgehen musst. Ich halte mich lieber an den Wänden. Das macht mich auch glücklich. Also ich rushe jetzt rein, ist mir scheißegal. Ey, lauf mal einfach irgendwo, lauf mal einfach überall rein. Ja. Ich kann nix. Da vorne. Warte, Licht anmachen. Ist da vorne? Ah, jetzt kommt Musik wieder. Dort vorne ist doch irgendwas. Wie viele Minuten haben wir schon? Wann kann ich Ende machen? Eine halbe Stunde hast du erst. Oh. Okay. Durchgehen, los! Mama! Ich komm rein, gell? Zieh dir mal was an. Das wäre peinlich. Ich stecke! Hallo! Arschloch. Oh Gott! Krass. Oh, ich glaube, ich muss es kurz lesen. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit dem ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe. Oh, sie hat ein Ritual gemacht! Das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus dem Nachrichten, standen da vor der Tür und schrie: Klopf nicht an die Tür! Zwei laute Klopfe und ich erwachte in kaltem Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum. Was machst du da? Was? Die ganze Zeit Geräusche. Oh. Und Baba Yaga ist Schwachsinn, aber es wirkte so real. Oh, guck mal hier, Dessous! Nee, das ist ein Nachtkleid oder wie sich sowas nennt. Mhm. Keine Ahnung von Frauenklamotten. Ich zieh sie ja nur aus. Ha!
Louis, I'm sorry, I cannot help further. I hope the little info I send can help you. So, ich muss den Kack... Der andere Zettel? Kack hier lesen. Ich war drogensüchtig und ich hasse... Und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemandem anderen besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe. Erlebe dich. Oh Mann, noch mehr komisches Zeug, ey. Oh! Hübsch! Me and Chloe. Aber die Mutter sieht man nicht. Oh fuck, die war ja offen. Ach, Dreck. Du bist durch die andere reingekommen, ne? Ja. Ah. Eine Abstellkammer. Oh, Matuschka! Was? Fuck! Fuck! Was denn? Fuck! 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 Das ist ein hässliches schnarrendes Geräusch. Hast du das gemacht? Nein! Ich weiß. Was ist das denn? Was ist denn? Fuck! Sieh das so nicht aus! Oh! Das leuchtet so rot alles. Das Feuer. Das leuchtet gut. Das Feuer. Schnell. Oh. Hast du nicht die Geräusche gemacht? Nein. Alter, was denn? Was zum Teufel ist hier los? Ist da jemand? Jetzt geht die Tür auf. Diese... Oh, ein Fenster. Was ist das? Ist das Gesicht dort im Fenster? Nee. Ich dachte, das wäre ein Gesicht. Nee. Aber, Das Geräusch, ne? Hast du denn einen Schläger? Nein, der ist doch hinten! Wo ist er? An der Tür ist hängen geblieben! Oh nein. Holen dir. Nein! Oh Gott! Hör auf, so zu atmen! Wo ist er? Kacke, du musst über den Flur. Links! War in der Abstellkammer sonst noch was gewesen eigentlich? Irgendwas Relevantes? Nee, oder? Keine Ahnung! Ich hatte Besseres zu tun, als mir die Abstellkammer anzuschauen. Zum Beispiel nicht... Ja! Da! Die ist unten im... Die ist unten im Garten. Scheibenkleister. Oh, scheiße. Das ist die Stelle, wo die Mutter rausgebrochen. Oh, was? She is mine! Krass. Das Blut dort überall. Oh nein! Oh. Diese Sauerei, ey! Oida, oida! Uhrzeit? 9 Minuten noch. So, die Nachricht noch. Und dann machen wir hier einen Cut. Ich kann nicht mehr. Tagebuch von Jess. 16. Oh, meine Hände, ey, vor allem. Wenn nur Ben hier wäre, ohne ihn ist alles anders. Er war meine Stütze. Bei allem und so hilfreich beim Sorgestreit. Sorgerechtsstreit um Chloe. Er hatte recht, als er meinte, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Und es ist nur wichtig, dass ich jetzt das Richtige tue.
Das Schlimmste daran, Mutter zu sein, sind nicht die Nächte ohne Schlaf. Es ist die Liebe, die man empfindet, und keine bereitet einem darauf vor. Ich liebte Chloe seit der Geburt, selbst wenn ich unter Drogen war, als ich sie weggegeben habe, als ich Welten von ihr entfernt war. Und ich liebe sie jetzt. Sie gehört mir und ich werde es nicht zulassen, dass sie mir jemand wieder wegnimmt. Ja, so, guck mal, dann kannst du doch jetzt einfach ganz frisch fröhlich durchs Haus gehen und zu deiner Mutter laufen. Du kannst jetzt doch einfach durchs Haus laufen und gucken, dass du ganz schnell deine Mutter findest. Dass sie umarmst und ihr sagst, dass du immer bei ihr bleiben möchtest. Und dass du ihr beim Aufräumen hilfst und dass du ein bisschen Licht machen wirst im Haus. Hinten im Garten, also draußen im Garten stand ja, sie gehört mir. Da ist wahrscheinlich der Geist auch eine Mutter, die ein Kind verloren hat. Der Geist ist doch deine Mutter, oder? Nee, die Mutter ist ja die, die mir geschrieben hat, denke ich, oder? Sind es nicht die gleichen? Oder bin ich Ben? Bin ich der Mann? Nein, du bist... Ah, Chloe ist die Tochter. Chloe ist die, wo ich gedacht, das wäre die Mutter. Die Frau mit den blonden Haaren, das ist die Tochter. Und die wird jetzt vom Geist gefangen genommen, weil der Geist... Und ich bin die Mutter. Nein, du bist die Tochter. Deine Mutter... Nee, die Mutter ist doch die... Die Chloe ist doch die Tochter. Ich schreibe mir doch nicht selber SMS'en. SMS'en? Ja. Stimmt, kann sein. Na, wie dem auch sei. Ich bin raus hier. Wie meinst du raus? Das reicht für heute. 5 Minuten sind noch. Ist egal. 5 Minuten kann noch so viel passieren. Das reicht. Ja? Beim nächsten Mal. Willst du noch die Kerze anmachen? Ja, okay, machen wir noch die Kerze an. Beim nächsten Mal gehen wir durch die Tür. Aber heute ist Barbara. Du gehst durch die Tür. Ich gehe da nicht durch. Ich möchte nicht durch. Ist die ich auch nicht. Kannst du überhaupt aufmachen? Oder ist die verschlossen? Ja. Okay. Beim nächsten Mal. Horrorspiele. Trotz Manu war es trotzdem viel zu scary in VR. Sogar für ihn war es zu scary. Obwohl er vor dem Monitor war. Mal gucken, ob wir in der zweiten Folge mehr herausfinden über diese ominöse Geschichte in Don't Knock Twice. Ich bin mal gespannt. Aber erstmal brauche ich Pause. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Nerd Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.